Hallo, mein Name ist Erhard Mutt. Ich entwickle diese Vitali E-Falträder seit bereits 10 Jahren und stelle Ihnen unser Jubiläumsmodell vor. Das Vitali Sport, so etwas gab es bisher noch nie. Ich dachte immer, die Leute wollen nur ein bisschen rumkundeln und bequem fahren, aber nein. Ich habe sehr viele Kunden, die wünschen sich ein E-Faltrad, das auch sehr schnell läuft und das es auch mit einem Rennrad aufnehmen kann. Ja, und aus dem Grund bin ich jetzt einfach her und habe mal mir überlegt, was kann ich denn da tun? Der Motor ist ja begrenzt auf 25 km/h Unterstützung. Aber was kann ich tun, damit das Fahrrad über diese Geschwindigkeit hinaus noch leicht läuft? Und die Lösung ist, ich habe eine Dual Drive von der Firma SRAM, eine 24-Gang-Schaltung eingebaut. Das Ding ist so sensationell, das heißt, wir haben eine Entfaltung bei dieser Schaltung von tatsächlich 570% etwa. Wir haben einen extrem kurzen ersten Gang, also da kommen wir 20% Steigung hoch und noch steiler. Und wir können auch noch bei über 40 km/h kräftig mitdrehen. Und interessanterweise habe ich auch festgestellt, das Rad läuft dermaßen leicht ohne Motorunterstützung. Einmal auf dieser Geschwindigkeit von 27, 28 km/h kann man das Tempo auf alle Fälle halten und sogar noch etwas erhöhen. Ja, was mir auch aufgefallen ist, die Geschwindigkeit ist dann so hoch an dem Vitali, dass ich was von der Dämpfung her machen musste. Und zwar verwenden wir dann hier Big Apple Reifen, 50 mm breit, die ersetzen wir eine Federgabel zum Beispiel. Und was man auch noch machen kann, das ist eben eine gefederte Sattelstütze, die gibt es optional bei mir. Jo, was zeichnet das Rad noch aus? Und zwar, wir haben erstmal unseren bewährten Vitali-Antrieb, den man zusteuern kann, wie man das möchte. Also Sie können mit dem Vitali-Sport so fahren wie mit einem ganz normalen Schlittenrad und können bei Bedarf kurzzeitig mal hier Gas geben oder Strom. Und ja, und dann erhalten Sie praktisch immer dieses Tempo, Sie müssen genau gezielt Strom einsetzen und ansonsten normal weiterfahren. Und weil das Rad sportlich auch gefahren werden soll, das heißt direkte Lenkbewegungen ausführen soll, habe ich einen geraden Lenker, einen relativ geraden Lenker verwendet und sogar optionale Lenkerhörnchen, damit man ein bisschen so nach vorne kommen kann, wenn es einen Berg hoch geht. Ja. Und das Ganze ein bisschen so ein Retro-Design, wie wir gerade zum Beispiel die Messingglocke. Ach, die hat einen Klang. So wie die Kircheglocke, die sind nämlich auch aus Messing. Und alles schön handvernähte Griffe und auch diese Bar-Ends sind mit Leder und Handfliegen genäht. Also das ist ja unser Markus, gell Markus? Das ist unser Testfahrer, der Markus macht nämlich alles mit. Fahrstand! Doch, er ist ein bisschen leichtsinnig noch in seinem Alter. Und wenn ich ihm sage, Markus, du fährst jetzt mit dem Vitali mal den steilen Berg nun und du schnell bremst, Markus macht das tatsächlich. Bisher hat er alles überlebt und darum werde ich ihn jetzt filmen. Wir werden Hochgeschwindigkeitsszene drehen und auch einen ganz steilen Berg hoch. Der Bayern will ich in Laude, gell? Wir messen aber vorher nochmal aus und dann können wir genau sagen, wie viel Prozent Steigung der hat. Gut. Also, dann machen wir den Weg. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Wir sind jetzt auf dem Bayernweg und ich messe jetzt mal die Steigung. Das geht also so, ich messe hier daneben 1 Meter runter, lege dann eine Wasserwaage hin und die Libelle zeigt mir dann, aha, das ist waagerecht, dann brauche ich nur noch mein Zentimetermaß ranzustellen und dann sehe ich 22 cm auf 1 Meter Länge bedeutet 22% Steigung. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob der Markus da hochkommt. So Markus, wie hast du jetzt deine Dual 3 Schaltung eingestellt? Also ich war hier im ersten Gang und stelle jetzt hier auch noch auf die Stufe 1. Ne? Die Stufe 1, genau. Und das Schöne ist, die Stufe 1 konntest du jetzt im Stand schalten. Ja. Super, okay. Und dann probieren wir doch, ob du da hochkommst. Ein Kinderspiel.
Gell? Ja, Markus, wie war denn das jetzt? Wie bist du noch hochgekommen? Wahnsinn, wirklich ein Kinderspiel, federleicht. Läuft echt sehr, sehr gut mit dem Dual Drive. Hast du eigentlich den leichtesten Gang gebraucht? Nein. Nein, es war mir dann von der Frequenz her zu hoch und ich habe dann sogar in einen größeren Gang geschaltet, dass ich nicht mich so abstrampeln muss. Gell, also da wäre noch mehr Steichung möglich. Ja, locker. Ja, das Vorderrad hat auch nicht durchgedreht, wie manche dann meinen, dass es so sein müsste. Auch nicht, gell? Auch nicht, nein. Und wenn es gewesen wäre, hättest du dich hier vorne auf die Lenkerhörnle draufstützen gekonnt. Genau. Und hättest dann einfach mit einem Griff dann mehr Druck aufs Vorderrad gebracht. Aber ja, es war noch nicht notwendig. Nein, was? Vielleicht bei 25%, gell? Ja, dann lass uns den Berg mit 25 suchen. Ja. Also das Besondere an dem Vitali Sport ist ja nicht nur, dass man ganz steile Berge hochkommt. Nein, man kann auch sehr hohe Geschwindigkeiten auf der Ebene treten. Bei etwa 25 km/h kuppelt der Motor aus. Gesetzlich ist das so vorgeschrieben. Da das Rad aber sehr leicht läuft, kann man wahrscheinlich locker eine Geschwindigkeit von 30 km/h halten. Der Markus probiert es jetzt mal über eine Entfernung von einem Kilometer. Markus, bist du bereit? Ja, soweit. Ja, bist du fit? Hast du genug gegessen, getrunken, alles? Ja, alles. Okay, dann fahre ich jetzt neben dir her. Du wirst mich dann wahrscheinlich abhängen. Und ich gucke dir hinterher und wink. Und dann probierst du, guckst dann auf deinen Kilometer Anzeige, welche Geschwindigkeit du tatsächlich real halten kannst, gell? Ja. Aber ohne übermäßige Anstrengung, so soll es ja auch wieder nicht sein. Mach ich. Gut, also dann probieren wir das jetzt. Ach du lieber Gott. Also ich komme jetzt nicht mehr hinterher, ich fahre jetzt gerade das Vitali Tour mit 8-Gang-Schaltung. Der Markus setzt sich locker ab. Ich bin jetzt schon bei 26 km/h. Der Motor kuppelt langsam aus. Ja, und er fährt mir einfach auf und davon. So, Markus, wie war denn jetzt dein Hochgeschwindigkeitstest? Sehr gut, sehr gut. Hat super funktioniert. Tolle Schaltung, ruckelfrei, es zuckelt nichts. Wirklich toll. Und das auf eine längere Strecke von über einem Kilometer. Habe um die 30 bis 32 km/h dauerhaft halten können. Also wirklich sehr empfehlenswert. Und das Interessante ist ja, es gibt ja ganz viele Leute, die glauben ja nicht, dass die kleinen Rädle, wo da drin sind, dass man mit denen schnell fahren könnte. Aber es ist ja eine Frage der Übersetzung. Und die Dual-3-Schaltung ist sehr lang übersetzt. Hast du noch einen schwereren Gang auch gehabt? Also höhere Geschwindigkeit treten gekonnt? Ja, wäre sogar noch einer oder zwei wären noch gegangen, ja. Also das heißt, man könnte so circa bis etwa knapp 40 km/h kraftvoll mittreten. Und das ist ja schon mal los. Also wenn es der Berg runter geht, könntest du genauso schnell fahren dann wie auf der Ebene. Wunderbar. Also Markus, du könntest das Vitali Sport empfehlen für Leute, die einfach es eilig haben, Pendler zum Beispiel, die es mitnehmen im Zug, die dann auf die Arbeit fahren, ganz schnell noch zur Arbeit oder schnell wieder fort davon. Ja, und die einfach in der Freizeit einfach mal sportlich unterwegs sein wollen. Aber mit einem kleinen, kompakten Rad, das sie locker mitnehmen können, im Zug, im Kofferraum und so weiter. Schön leicht. Ach ja, wir sind bei dem Rad knapp um die 20 Kilo rum, gell? Ja, das kommt einfach daher, die Schaltung ist recht leicht, die Narbe. Und wir verwenden sonst viel Aluteile. Gut, also, wir würden uns freuen, wenn Sie uns mal in Lauda besuchen. Machen Sie einfach mal eine Probefahrt mit dem Vitali Sport. Und ich düse jetzt so schnell wie es geht zurück ins Geschäft, bevor der Chef sauer ist. Ciao. Warum soll er sauer sein? Du hast doch nur Hunger. Es gibt Mittagessen.